So, hallo alle zusammen zu einem weiteren Let's Play zu The Sims 4. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber seitdem das Spiel rausgekommen ist, habe ich vielleicht roundabout 5 Stunden damit gespielt. Ich empfinde einfach keine Lust, wie in den Vorgängern das Spiel zu spielen. Ich weiß einfach nicht. Die hatten so damit geprahlt, das wird das beste Spiel, was wir jemals produziert haben. Und was ist letztendlich draus geworden? Also. Das Einzige, was mir wirklich gut gefällt, ist der Baumodus und der Look gefällt mir auch total gut, aber es ist halt irgendwie gewollt und nicht gekonnt. Es war damals zu Anfang, hat es sich alles so gut angehört und es hätte wirklich toll werden können, Moin, Liebe. hätten sie sich nur ein bisschen mehr Zeit genommen, verflucht noch eins. Wie ihr sehen könnt, ich habe letzte Woche eine tolle Mod runtergeladen, die diese scheißweißen Linien rausmoddet. Das gibt es jetzt aber auch offiziell als Patch, also wenn ihr euch mit einem Patch wohler fühlt, dann ladet euch den runter. Das kann ich euch alles auch gerne verlinken. So, Ulla, was machst du denn heute? Ja, Ulla hat einen Freund gefunden, der kommt nämlich gerade da an. Das ist der Joe. Ja, die haben sich ein bisschen ineinander verliebt und doch, wir gucken heute mal, was die beiden so erleben. Ja, was ist jetzt? Das ist übrigens auch eines der Dinge, die mir so auf den Senkel gehen, verflucht nochmal, als diese Scheiß-Emotion. Alle paar Sekunden ändert sich das. Ich weiß, dass es eine Mod gibt, mit der man das ausschalten kann, vor allem die Töne. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mir 1000 Mods zu installieren und naja. Was machst du jetzt? Hände waschen? Nein, das lassen wir jetzt mal. Wir begrüßen jetzt erstmal deinen Freund. Siehst du, da hat sich schon wieder geändert. Grausam. Wir küssen ihn mal zur Begrüßung. Das ist doch sehr nett. Was will sie denn machen? Glücklich werden. Ja, das wollen wir ja alle, ne? Und schon wieder erinnert es sich. Goddammit. So. Haben wir uns geknutscht. Die Animationen, die finde ich immer noch total super. Die sind echt hübsch gemacht. Vor allem diese ganzen Romantik-Animationen. Was mache ich denn jetzt mal? Erklären wir ihm mal die ewige Liebe. Das ist alles sehr, sehr hübsch gemacht. Full sleep. Y'all like Muma? Bepso. Burma. Garth. Und jetzt, was machen wir jetzt mal? Wir knuddeln mal. Ist das süß. So, gestern kam ja der Patch raus und mit diesem Patch kam auch ein tolles neues Objekt, was ich gerne für meinen Garten haben möchte, und zwar in den Gartenskulpturen. Wo ist es? Da! Der reitende Gartenzwerg auf dem Flamingo. Ist das nicht süß? Jemand von euch könnte mir übrigens mal erklären, wie man die Objekte vergrößert. Das habe ich irgendwie immer noch nicht so ganz geschnallt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das geht. Dann hätte ich gerne so ein Riesenflamingo mit einem reitenden Gartenzwerg. Das ist bestimmt richtig lustig. So, Ulla könnte mal wieder den Garten ein bisschen pimpen. Ist ja alles wieder total messy hier. Ah, Ulla, ey. Ändern wir mal. Dann bewässern. Sims, die traurig sind, können übrigens ihre Pflanzen mit ihren Tränen gießen. Das habe ich aber bisher nicht geschafft, weil meine Ulla bisher immer nur glücklich oder inspiriert oder playful war. Ja, komm, hau rein, Ulla. Da habe ich den ganzen Tag Zeit. Oh, der Joe, der ist auch so eine Plaudertasche, ne? So. Jetzt gehen wir mal eben den Garten so ein bisschen versöhnen. Guck mal, wie sie mit dem Popo wackelt, die kleine Bitch. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in with a heavy waist and a thing in your face, was willst du? Ah. Ja, mach mal schön weiter hier. So, jetzt geht's wieder heiß her zwischen Ulla und Joe. Oh. Liebes Paar, küsst euch mal auf der Straße USA. Irgendwie sieht das Küssen komisch aus. So, jetzt macht Ulla mal ernst. Was? Süße Nichtigkeiten flüstern, was ist das denn? Machen wir das mal. Jetzt flüstert Ulla Joe
und saute Sachen ins Ohr. Ich sag ja, das Spiel ist in Wirklichkeit ab 18. Was denn? Was hast du denn gesagt, du kleine Schlampe? So, jetzt machen wir mal ernst, Ulla. Jetzt haben wir in Sims 1, 2 und 3 genug rumgehurt. Jetzt schlagen wir mal den ernsthaften Weg ein. Fragen wir ihn mal, ob er einziehen möchte. Er möchte einziehen! Yay! Oh Gott, warum kommt jetzt der Ladebildschirm? Na, der Spieler hat mich gerade gefragt, ob ich jetzt auf Joes Grundstück ziehen möchte oder ob ich hier bleiben möchte. Ich möchte natürlich hier bleiben. Und jetzt wohnen die beiden zusammen, sind ein glückliches Paar. Ulla möchte Videospiele spielen. Dann holen wir denen doch mal eine Konsole. Wenn ich die mal finde. Wir können ja mal die Suchfunktion ausprobieren. Konsole. Findet er nichts? Na! Damn it! Kommt auch nichts. Funktioniert ja super! Ist das nicht tactile und intuitive? Like never before. Ich habe gerade festgestellt, dass es überhaupt keine Spielekonsolen gibt. Sie möchte am Computer spielen. Das muss einem ja gesagt werden. Dann geh mal hier zum Computer und spiel mal Sims Forever. So. Wie es der Zufall so will, ist Joe auch konzentriert. Wahnsinn. Er möchte zur Bibliothek sich mit Ulla verloben. Das ist doch mal eine Challenge. Wir verloben uns jetzt mal mit Ulla. Hör auf zu spielen, Ulla. I changed my mind. So, jetzt wird sich verlobt. Ich habe dich für 100 Kamele verschachert. Bitte, Joe, jetzt ändere nicht deine Emotionen. Romantisch. Heiratsantrag machen. So. Jetzt geht's aber ab hier. Machen wir noch ein bisschen romantisches Licht. Prepare for some romantic. Lama. Narsko. Oh. Lava Lamersh. Yibs. Yibs. Oh, oh my god. Bage. Das schreit doch nach einem Techtelmächtel. Ab ins Bett, ihr Häschen. Wollen wir mal ein Baby machen? Komm, wir machen mal ein Baby. Damit wir auch einen Grund für eine Hochzeit haben. Bei Ulla und bei Joe geht's ein bisschen schnell. Aber das macht ja die Sims ein bisschen aus, ne? Dass man alles ein kleines bisschen schneller machen kann als in der Realität. Und jetzt alle unter 18 bitte wegschalten. Baum, tschickabau, wow. Tschickabau. So, die beiden sind fertig. Jetzt können wir mal testen, ob Ulla schwanger geworden ist. Und zwar schicken wir sie jetzt mal zur Toilette und machen einen Schwangerschaftstest. Mal gucken, ob es was gebracht hat. So. Spannung steigt. Ist sie schwanger? Ist sie nicht schwanger? Puh, seid ihr auch so aufgeregt wie ich. Wie lange braucht ihr denn zum Pinkeln? Ja! Ulla ist schwanger! Konfetti! Wie in der Realität. Ist sie schon dick geworden? What the f- hä? Warum ist sie jetzt schon dick? Macht das Sinn? Joe trainiert vor Freude, des Vaterwerdens jetzt ein bisschen auf dem Laufband. Und Ulla trainiert in der Küche, genau. Sie trainiert ihren Kochenskill. Ich verstehe immer noch nicht, warum die dick geworden ist jetzt schon. Ist gerade mal eine Stunde schwanger und jetzt, naja. Sims halt, ne? Ulla, halt doch das Gewürz fest, wenn du kochst. Sie macht Hähnchen seit dem Bocker übrigens. Sie hat schon ihren Kochenskill ziemlich erweitert. Und zwar auf, wo sind die Skills nochmal? Es gibt ja so viele Subgruppen jetzt auch in den Fähigkeiten. Es gibt so viele Fähigkeiten. Oh mein Gott, da hat man überhaupt keinen Überblick. Das ist Wahnsinn.
Kochen ist sie auf Stufe 5 und ist gleich auch auf Stufe 6. Nee, oder? Nee, das ist, glaube ich, jetzt wieder Feinschmecker kochen. Oh Gott, wer kann da noch durchblicken? So, Ulla, bitte nicht die Küche abfackeln. Denn es gibt keine Feuerwehr. Das verstehe ich immer noch nicht, dass sie die Polizei und die Feuerwehr rausgelassen haben. Hatten die wirklich so wenig Zeit, die armen Entwickler? Und I don't get it. Was willst du, Joe? Lass deine Frau mal deine zukünftige in Ruhe kochen. Du nimmst dir doch jetzt nicht ernsthaft was zu essen raus, oder? Deine Ulla schuftet in der Küche und du nimmst dir jetzt was Fertiges aus dem Kühlschrank. Bist du eigentlich out of your mind? Männer, weißt du? Also, du hörst auf zu essen und Ulla kocht jetzt für dich. Gott, ey, da rackert man sich stundenlang in der Küche ab und die Männer nehmen sich einfach dann ein fertiges Sandwich. So, nimm dir jetzt das leckere Hähnchen Saltimbocca und das stellen wir mal wieder in den Kühlschrank. Tu mal so, als wäre das nicht passiert.